In der Tat sehr harmonisch. Ich glaube, dass viele Punkte bearbeitet wurden, aber dass es wirklich gelungen war, dass wir wieder zahlreiche Leute da haben, die mit abgestimmt haben, die mitgewählt haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben Entscheidungen getroffen, die Mitglieder haben Entscheidungen getroffen. Das braucht ein eingetragener Verein und das war heute das Wichtigste. Und wie gesagt, insgesamt war es sehr harmonisch lange, aber ich glaube, wir werden es auch nie kürzer hinbekommen. Ja, Norbert ist sicherlich ein großer Schlüssel zum Erfolg der Knappenschmiede. Er ist der letzte Trainer im Nachwuchsbereich, der die Spieler ausbildet, die natürlich auch recht früh schon zu uns kommen. Aber er macht den Feinschliff sozusagen und bereitet sie in zwei Jahren dann, also in den zwei Jahren, in denen sie bei ihm spielen, halt dann auf die Bundesliga vor, auf das Profidasein vor. Und das kann er so gut wie kein anderer. Deswegen sind wir mächtig stolz, dass er bei uns ist. Wir sind mächtig stolz, dass er verlängert hat. Und seine Erfolge sprechen für ihn, sprechen für Schalke 04. Und deswegen freuen wir uns, dass wir es auch gemacht haben. Man muss sich natürlich auch Ziele setzen. Ich habe keine Meisterschaft versprochen. Das bestimmt nicht. Aber ich glaube, wir müssen halt nach wie vor noch an unserer Glauben der eigenen Stärke arbeiten halt. Und da muss man sich halt auch mal Gedanken machen, wie man da hinkommt. Da muss man viele Hebel in Bewegung setzen, aber auch ein gesundes Selbstvertrauen an den Tag legen. Und um sich halt auch am Ende sportlich zu verbessern. Und das ist unser Ziel mittelfristig.